Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Raft mit dem Wesley. Hallo. Herzlich willkommen. So. Erstmal eine Runde angeln. Ja, erstmal Mampfen besorgen hier. So, unser Floß wächst so langsam. Es ist, wie weit wollen wir das eigentlich noch machen? Nach hinten da Ende und dann rüber wieder, oder? Hast du einen Plan? Ich habe schon wieder einen rohen Fisch gegessen, Mann. Was machst du denn immer? Rohen Fisch essen. Muss man erstmal schaffen, die Planke zwischen den zwei Sachen herzuziehen. Bams, 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 bams. Also ich würde sagen, na, so viel Platz brauchen wir gar nicht. Wir können ja hier ein Netz noch machen. Und dann gehen wir hier rüber. Ja, genau. Hier ist ein Loch und da falle ich durch. So. Jetzt brauche ich erstmal was zu süppeln. Müssen wir denn eigentlich... Was? Boah, da hinten ist ein verlassenes Floß. Oh. Da. In da. Warte. Ab ans Segel. Segel setzen. Segel ist gesetzt. Dum, dum, dö, dum, 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 dum. Warte. La 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 la. Boah, Fisch. Ein Fisch. So braucht man einen Stuhl. Was? Ein Stuhl. Ich hab keine Planken mehr, ernsthaft. Ja, weiß ich nicht, ne? Zum draufsetzen vielleicht. Bum, 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 bum. Unser Freund, der Hai. Hai, hai, hai. Springst du rüber? Ja. Weil ich versuche das nicht zu rammen. Ich versuche frühzeitig wieder abzudrehen. Oh, wenn ich es schaffe. Immer! Wesley! Wie schnell das sinkt? Ja, ne? Da ist ein Floß. Ich entferne die Kiste. Das ganze Ding sinkt innerhalb 3 Sekunden. Okay. Das macht Sinn. Außer das Männchen. Es bleibt über Wasser. Ja, ich habe Bolzen gefunden, Junge. Bolzen. Alter, was? Hab beim Bolzen. Du ein Schwein. Wieso? Du musst das Segel, glaube ich, mal wieder setzen. Irgendwie so, keine Ahnung. Warum? Die treiben weil hier nirgendwo. Doch, das kommt wieder. Das generiert sich immer da in die Richtung, wo man fährt. Also man fährt immer in Richtung Schrott. Guck, da vorne kommt schon wieder das Zeug. Ah, ja. Deswegen hat sich das vorhin auf der linken Seite generiert, wo wir darüber gesegelt sind. Also es ist immer vor uns quasi. Wir können gar nicht in Schrott. So groß soll die Plattform jetzt werden? Ja, hätte ich gedacht erstmal, oder? Da haben wir doch eine ordentliche Grundplattform. So für das Erste. Ich brauche Plastik. Er schmeißt wieder seinen Bauhammer hier weg. Was ist denn da los? Alter, ich sag's dir. Faktorio, ne? Junge, Junge, Junge. Wieso ist das auf Kuh? Was? Wieso ist das auf Kuh? Weiß nicht, dann mach's auf was anderes. Dammit! Scheiße, ey! So. Wir bräuchten dann mal wieder eine Insel. Das wäre mal wieder was cool. Brauchst du den Bolzen? Ich würde mir gerne einen guten Haken machen fürs Tauchen nachher. Du hast doch, glaube ich, schon einen guten Haken, oder? Ja. Nice.
Okay, aber jetzt nehme ich erst den Schrotthaken und beim Tauchen dann den Guten. Da verschwindet Plastik, nein. Mein Plastik. Dö. Hier habe ich auch Scheiße gebaut. Muss weg. Oh, wir kriegen Seegang, oder? Verdammt. Oder Wesley ist zu schwer. Eins von beiden. Nennst mich nicht? Nein. Nur stämmig gebaut. Na gut. Das kann ich nur akzeptieren. Bauplan, Antenne und Empfänger. Lachs, wir haben 5 Lechse. Boah, wenn wir den neuen Dings kriegen, warte mal, wann können wir den denn forschen? Was fehlt uns denn dafür? Da, großer Grill. Uns fehlt ein Metallbarren. Oh, wir brauchen unbedingt den Ofen. Wir brauchen jetzt eine Insel. Halte Ausschau. Wir brauchen Land. Weil der Haken ist schon ziemlich geil. Ja. Das ist eine Insel. Kommt viel. Ja, nice. Land in Sicht. Dun, dun, dun. Boah, ich habe noch ein Netz. Ja, cool. Kiste. Land in Sicht. Sehr gut. Das heißt, Wesley, wir müssen einen Haiköder bauen. Ich angel schon mal. Du kommst mir nicht, verdammt. Du kommst mir vielleicht doch. Ja. Dammit. Gib mir das. So, Haiköder ist am Start, Wesley. Alter, 3 Schrott. War da drin? Ja, bei mir Plankton und Plastik. Warte mal, wir können ja so ein bisschen. Brauchen wir hinten eigentlich auch? Eigentlich kann man es ja machen, ne? Was? Wurscht. Naja, schon gut. Ja, es kann ja sein, dass sich das ganze Ding dreht oder so. Also rundrum macht schon Sinn. Und du hast halt. Weil es kann halt auch sein, dass hier vorne was durchflutscht, das bleibt dann hinten hängen. Boah, 3 Steine. Ach, eins, oh, scheiße, Wesley, wir brauchen einen Anker. Schnell. Okay, Fuck, wo ist der nochmal? Boah, ich kann einen bauen. Okay. Der denn nochmal? Da. Auf Anker. Dunkel. Können wir hier eigentlich pennen dann? Ja. Alter. Okay. Nice, nice. Hast du einen Haiköder? Ja, lass erstmal die Insel oben abgrasen. Na, aber hast du noch nicht reingeworfen? Nein, nein. Aber ich habe schon einen gebaut. Boah, Mampfen. Braucht denn die Blumen? Bitte vielleicht. Weiße Blume. Irgendwie nicht viel. Oh. Habe ich eine Axt? Ich habe keine Axt. Hast du eine Axt? Ich guck mal, ob ich eine herstellen kann. Aber mir fehlt Holz dafür. Ich kann eine Steinaxt bauen, ja. Ja, reicht ja. Kannst zumindest die Palmen abholzen. Mango. Dip. Irgendwas verloren. Also hier war auf jeden Fall jede Menge Zeug unten. Kommst du so schon bald dran, ne?
Wo ist Mr. Hai? Mr. Hai. Hallo. Wo kann ich das nicht abbauen? Wo ist denn der Penner? Den haben wir? Nein, ne? Lass mal pennen, Wesley. Wo war er? Da hinten. Boah, der Arsch. Geknabbert. Hey, lass knacken. Sehr gut, na du Arsch. So, ich muss mich erstmal entleeren. Ich war Hunger. I'm so hungry. Oh, okay, Mann. Hier ist gut, da ist Ton alles. Tonschrott. Hier rüber. Hinten ist mit Sicherheit auch irgendwas. Hey, wir brauchen den Ofen. Fast. Der Ofen ist wichtig. Wir haben 3 Ziegel, ne? Ja. Wir haben 2 Ton. So. Wollte noch eben eine Kiste bauen. Ich muss ein paar Sachen verstauen. Ja. Sind ja in die Kisten. Seht ihr den Heini? Wo eiert der denn rum? Lagerräume. Da hinten. Nicht genug Kunststoff. Okay, dann bringe ich das hier unter. Wer mich hier sieht? Ja, schon voll hier. Scheint zu funktionieren. Brauch mehr Platz. Hast du einen Heikel da schon ausgeworfen? Nö. Ich tauche hier auf eigene Gefahr. Ich bin hier direkt am Rand, also ich kann sofort hochhüpfen, wenn er kommt. Okay, da ist er. Wo denn? In diese Richtung. Alles klar. Da hinten. Warte, ich mach mal gerade die Ziegel fertig und dann gucken wir mal ganz kurz, wie viel noch fehlt. Ein Sand und ein Ton fehlt noch. Ein Stück Sand. Ja, und ein Ton. Dann haben wir alles für den Ofen. Dann haben wir alles. Ewan, Steinquelle. Ich dachte, du bist ein Hai. Pass auf, der ist da vor dir. Der kommt nach dir. Wesley, hau ab. Aua, ich dachte, ich erwische ihn. Ja, das bringt nichts, der beißt sich trotzdem. Warte. Weil er ein Arsch ist. Ach so. Ich gehe mal nach hinten auf die Insel und guck mal, ob da auch was. Ich komme hier nicht hoch. Hallo. Hallo. Ah, hier komme ich. Hast du den Hai da vorne im Blick? Dann könnte ich hier hinten tauchen gehen. Und könnte das holen. Aber musst du im Auge behalten. Wo? Ja, wenn du da vorne auf dem Boot bist und den im Auge behältst, dann kann ich hier dieses Zeug holen, was fehlt. Weiß ja nicht, wo der ist. Ja, ich auch nicht. Hier, da ist er. Ja, wo bist du? Auf der anderen Seite von der Insel. Okay, Ton. Genau, sehe ich den Hai. Sand. Okay. Ah, hier ist noch mehr. Nehme ich auch direkt Eisen mit, oder?
Alles. Einmal hier ist. Als alles, ein was Tüten. nicht nagelfest ist. Ist er noch da, der Hund? Ja, das ist bei mir. Das schwimmt um unser Floß. Okay, das ist gut. Kann ich das hier hinten leer räumen? Oh, ja, kurz. Ja, du. Nehme ich hier den. Fightest du den gerade? Ich wollte ein bisschen zustechen. Ja, greif unser Floß an. Okay, das ist okay. Wie heißt unser Hai nochmal? Detlef. Detlef. Nee, der, so hieß der erste doch, oder nicht? Ach so, ja, das dann. Ist ja nicht mehr Detlef. Alter, der kommt zu mir! Ach so, ja, der kommt zu dir. Ja, danke! Er kommt zu dir. Ja. Hab ich voll einen abgekriegt hier. Guckst du, auf einmal schwimmt er auf dich zu wie so ein Irrer. Ja, hallo. Früher konnte der Hai mal durch die Insel schwimmen. Ich glaube, das haben sie mittlerweile rausgemacht. So, warte mal. Ziegel bauen. Bams. Und direkt einen zweiten. Bams. Wir müssen hier mal so, mehr Eisen, guck mal. Boah, 10 Eisen haben wir schon. Warte mal, den Nagel nehmen wir mal hier raus. Dann kommt hier nämlich noch Ton rein. Ton. Sand, Eisen, Kupfer, Seetang, Trockenziegel, die kommen gleich eh raus. Warte mal, die Kartoffeln nehme ich mal raus. Dann mache ich hier mal das Rezept raus, das klebe ich an die Wand. So. Aber zweimal Früchtekompott hier. Okay, nice, wir brauchen nicht mal einen Haiköder, ist das nicht klasse? Weil hier vorne, da ist noch Eisen und alles, ne? Wäre halt schon... Wo ist er? Ist der Hai bei dir? Boah! Alter! Der Wichser! Und? Boah! Nee, ich hab mich voll erschrocken, Mann! Boah! Ich bin ins Wasser gesprungen, wollte gucken, wo der ist, dreh mich um und da ist er schon mit geöffnetem Maul direkt vor mir. Oh nein! Komm zu mir! Schneller! Wo bist du denn, Alter? Boah, dann kann ich jetzt gerade hier vorne ins Wasser hüpfen, ne? Tschüss! Wo ist er? Und ist er noch bei dir in der Nähe? Wesley fightet. Wesley fightet. Ich glaube, der kommt zurück zu Floß. Okay. Ich krieg dich. Und man schwimmt aber auch so lahm, ne? Ach, da ist er. Okay. Sehen. Na, du Hund. Hä? Warum hat der gerade so gebissen? Bin falsch mit dem. Wieso trifft man den nicht? Hast du jetzt schon alles abgebaut oder ist hier noch was? Ah, ein bisschen ist da vielleicht noch, das weiß ich nicht so genau. Ja, das könnten wir halt theoretisch noch holen. Ich habe auch noch einen Haiköder, aber auch noch, ne? Aber dann muss ich erst essen. Ja, wir brauchen Fisch oder so. Oder hier Potatoes. Und die kann ich auch. Nee, hau ich kurz hier 3 Kartoffeln drauf. Und dann können wir nochmal mit Köder... Bist du gerade unter Wasser? Ja. Oh. Warte, ich baue Erz ab. Yes! 5 Metallerze. Oh, das sind noch mehr. Okay, der Hai ist bei mir hier. Okay, der Hai kommt zu mir. Hey, komm her! Aua! Wesley, komm da raus! Okay! Er kommt zu dir! Raus aus dem Wasser! Du musst auch fast tot sein, Mann. Aber da waren noch Erze. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Inseln, die wir ansteuern werden. An unserem Fluss ist noch ein Erz. Ja, das habe ich vorhin auch schon gesehen. Hier, pass auf, dass du nicht verreckst, dann bist du weg, ne? Ganz weg? Ja. Für immer. Da muss ich erst gucken, dass ich was baue, um dich wiederzuholen. So, ein Ziegel noch. Ein Ziegel noch.
Dann haben wir die Schmelze. Ja, dann müssen wir als allererstes einen Metallbarren machen, den forschen und dann können wir einen großen Grill machen. Und dann haben wir hier Nahrung en masse. Dann können wir auch Bolzen und so einen Scheiß herstellen. Der Captain Badass will uns einen Tipp geben mit dem Hai. Inwiefern ist das ein Tipp? Nein, ist mehr ein Glück? Nicht spoilern oder so. Gar nichts? Okay, dann nichts. Wir möchten das auch ein bisschen auf unsere Art und Weise. Also, irgendwelche Cheating-Dinger oder so, das ist eh kacke. Nee, sowas sowieso nicht. Ah, dann ein bisschen. Also, einen allgemeinen Tipp, da kannst du ruhig. Hau raus. So einen kleinen Tipp. Ja. Verdammter Hai, der hat Plattform angegriffen. Verdammte Junge! Jetzt habe ich meinen Kunststoff verbraucht, das wollte ich nicht verbrauchen. Okay, wollen wir weiter? Was? Ja, ist unten noch irgendwas zum Holen? Das sind Ärzte. Wo ist der Hai? Ja. Ja, komm, ich hau einen Köder raus. Dann lass uns. Okay, Köder ist im Wasser. Okay. Schwimmt dahin? Er schwimmt. Ja, schwimmt jetzt zu mir. Ja, er schwimmt zu. Er ist jetzt unter unserem Boot. Hallo, da liegt ein Köder für dich, du Esel. Wo ist er? Er kommt zu dir. Er will den Köder nicht, oder was? Jetzt eine gemeinsame? Nee, kann ich nicht. Müssen wir den da hinlocken vielleicht? Da kommt er doch. Oh, ja. Alter, er geht. Er rast voll auf dich zu, ey. Der ist jetzt voll aggro, der hat gar keinen Bock auf das Köder-Ding hier. Ah, doch jetzt. Okay. Wie lange hält das? Also, anderthalb Minuten oder so. Also nicht lange. Du kannst. Es reicht eigentlich für zweimal tauchen, also zweimal Luft komplett. Länger hält das leider nicht. Boah, hier ist noch Sand und Lehm. Alles mitnehmen. Ja, Mann, hier ist voll viel. Dann können wir vielleicht noch einen zweiten Ofen bauen. Wie viel Leben hast du denn noch? Kannst du noch einen Hit von dem aushalten? Oh, zwei. Oh, hier ist die Kiste. Oh, geil. Ja, nice. Jede Menge Planken. Planken haben wir aber genug. Ich habe keine mehr gehabt. Nein, ich habe noch 60 oder so. Okay, lass uns raus. Der Nein. kommt jetzt wieder. Hier ist noch... Was? Nee, kannst noch, kannst du. Ich sag dir Bescheid, wenn er fertig ist. Er ist fertig. Warte, ich halte ihn im Auge. Bist du hinter der Insel oder wo bist du? Okay, warte, ich habe ihn im Auge. Kannst noch. Hier sind so viele Sachen. Ja, mach weiter. Ich sag dir Bescheid. Nein! Oh, jetzt geht mein scheiß Ding kaputt. Ich hüpfe hier so ab und zu mal ins Wasser, dann wird der kirre. Ding weiter. Billigen Haken. Weißt du, es wird dunkel, ich sehe den fast nicht mehr. Und es kommt Wellengang. Hier sind Steine. Ah, ich habe ihm gerade einen Hit gedrückt. Wesley, ich sehe ihn nicht mehr. Komm raus. Ich glaube, er ist in deine Richtung. Also wenn du unter Wasser bist, sagt, also der Captain Badass sagt hier gerade, wenn er unter Wasser ist, musst du auf einen richtigen Moment zustoßen. Aha. Komm raus. Bist du raus, ja, ne? Ja. Okay, dann... Lass uns direkt mal kurz schlafen, dass es wieder hell wird. Freunde, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. War auf jeden Fall, war cool. Ein bisschen High-Action hier. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Oh scheiße, ich habe kein Essen mehr. Wesley, hast du irgendwas zu mampfen? Nein.
Oh, Alter, haben ich bin... nicht noch Lachs? Ja, aber den können wir nicht braten. Das ist schlecht, müssen wir schnell was angeln. Ja, ich meine ja gerade. Fuck. Alter, ich habe schon verschwommene Sicht. Du machst es aber knapp. Von dem abgegrenzten Essensbereich habe ich noch ungefähr ein Viertel. Du stirbst. Ich will nicht sterben. Beim letzten Atemzug fische ich hier das Meer noch leer. Ja, bei mir wird's auch schon verschwommen. Alter. Boah, ich kann den weißen Balken fast nicht mehr sehen. Okay, jetzt fresse ich hier rohen Fisch, ist mir scheißegal. Hier, hau dir so einen fetten Lachs rein, so einen rohen. Scheißegal. Boah. Alter, da geht ja das Trinken komplett in den Keller. Ja. Yeah. Von rohem Fisch essen. War ich nicht unbedingt die geilste Idee. Ja, aber für den Moment hat's geholfen. Okay, Freunde. Wir machen jetzt erstmal Feierabend und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's ja los auf die Reise und mal gucken, wo wir als nächstes landen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss. Sagt tschüss. Tschüss.